Ich empfehle euch, das Video im Winter anzuschauen, weil es hat 37 Grad und im Winter ist es kühler, damit ich eure Herzen erwärmen kann. Peace und Küche und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich muss zur Inspektion, also nicht ich, sondern mein Automobil. Und zwar mein Soul EV. Jetzt hätte ich es beinahe nicht rausgekriegt. Und zwar den 30.000er. Ich habe ein bisschen über 30.000, habe bei der Inspektionsanfrage dann schon gehört, man sollte nicht mehr über diese angegebene Kilometer kommen. Also bei einer 15.000er 15.000 und beim 30.000er eben 30.000. Wenn man eine Hand frei hat, nur eine Hand frei hat, dann ist man wie ein Focker. Moment. So. Huh, warm. Weil die haben eine von Kia eine Anweisung bekommen, dass man nicht mehr über diese angegebenen Kilometer fahren soll, wegen der Inspektion, sonst verliert man die Garantie. So, ich habe jetzt genau drauf 30.000, 30. Meine letzte Inspektion war vor einem Jahr, also da steht dann dort eine Inspektion völlig in 15 Tagen und die war bei 15.120. Also rein theoretisch hätte ich dann noch, weil er gesagt hat, ja, durch das, dass du bei 15.120 deine Inspektion gemacht hast, gehen jetzt ab da 15.000 Kilometer drauf. Das heißt, ich hätte jetzt ungefähr nur 100 Kilometer. Interessant ist, ich zeige es euch dann gleich, da wird dann angezeigt, Inspektion völlig, 15 oder 14 Tage und 460 Kilometer oder irgend sowas. Das zeige ich euch dann gleich. Und da muss ich nochmal mit denen reden, weil die können jetzt sagen, wir sollen oder ich soll nicht über diese 30.000 Kilometer kommen oder über diese 15.000 Kilometer im Jahr, wenn mir der Bordcomputer ganz was anderes anzeigt, weil da wäre ich ja rein theoretisch 300 Kilometer drüber und dann würde ich meine Garantie verlieren. Und da muss ich nochmal mit Kia sprechen, weil das gefällt mir eigentlich so nicht. Ich zeige euch jetzt mal das, was ich meine damit. Moment, ich spiele eine Achtung, ich schwenke die Erde. So, jetzt sieht man nichts, weil ich ihn noch nicht eingeschalten habe. Haha, das ändert sich aber gleich. Und zwar jetzt, vielleicht kann man es erkennen. Service in 420 Kilometer oder 6 Tage. Das heißt 420 Kilometer und ich habe jetzt 30.023 drauf. 420 Kilometer, das wären 30.443 Kilometer. Und somit locker über 300 Kilometer über dem Ziel, was ich haben darf. Jo, da bin ich ja mal gespannt, was das sagt, der Judemann. Ne? Ich nehme euch mit, ich versuche wieder zu filmen und dann zum Schluss kriege ich ja die Rechnung. Die Rechnung. Und dann gehen wir die mal gemeinsam durch und dann kaufe ich mir ein Eis, weil mir so heiß ist. Also, bis gleich. So, ich habe das Auto jetzt abgegeben. Das mit den 420 Kilometern hat sich geklärt, weil die Inspektion zwar eher war, aber irgendwie später eingetragen worden ist. Okay, das hat sich geklärt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich warten. Ich gehe jetzt dann noch zum Burger King und werde dann ein kühles, koffeinhaltiges Kaltgetränk trinken. Zuckerfrei natürlich, weil hier, ne? Aber dann habe ich, wie ich rausgehen wollte, eigentlich ein Auto gesehen. Und zwar ein Auto, dem mir eigentlich sehr gut gefällt. Das ist das CHR von Toyota. Gefällt mir außen sehr gut, ist ein bisschen kantig, kennt man ja. Und ich wollte ihn mal von innen anschauen und den habe ich mir jetzt mal von innen angeschaut und bin designtechnisch etwas überfordert. Aber das ist halt bei alten Leuten so. Die Haptik ist, das kann ich euch gleich mal zeigen, indem ich die Erdkugel wieder drehe. Moment. Ja, also so schaut er aus. Gefällt mir eigentlich jetzt erst einmal vom Design her sehr gut. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie es zu Ende gedacht haben. Ja, also gehen wir mal hier los. Also das ist weich, das passt. Das da unten ist
ja, Hartplastik. Und es hört sich auch sehr hohl an. Also das ist nicht einmal dick. Man kann es auch richtig eindrücken. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube jetzt nicht, aber man kann es eindrücken. Das geht wieder, das ist weich. Aber dann geht es hier los. Hier mit dem Plastik. Hier mit dem Plastik. Okay, das ist okay. Aber warum macht man immer diese Hochglanzplastik? Soll es hochwertiger sein? Man hat bloß überall dann hier, sieht man schon die Fettdapper drauf. Ja, man darf nicht mal eine Fettbämme fressen. Ja, und schon hat man hier alles voll. Lenkrad schaut ganz gut aus, aber hier auch, wenn man hier so hat, hat man immer die Fettfinger dran. Display passt, ich weiß es nicht, wie er ist. Von der Auflösung her ist er nicht so schlimm, aber man hat hier überall diesen, ja, wie nennt man jetzt das? Man sagt immer Klavierlack. Auch hier ist extra, ist alles, ist ein wenig dunkel jetzt, gell? Aber es ist alles von diesem, ja, da hält sich der Staub drauf, den kann man nicht einmal wegwischen, man sieht es hier, man kann den nicht einmal wegwischen, weil der sich sofort wieder ansetzt. Also statische Aufladung, dann überall Fettdapper drauf, das schaut aus, gut aus, wenn man kauft, aber sobald man mal drin sitzt, schaut er nicht mehr gut aus. Hier kann man nichts hinlegen, weil es da so gebogen ist. Das heißt, es wird hin und her rutschen. Keine Ahnung, was das da ist. Eine Ablage, mit der du auch nichts anfangen kannst hier. Aber das ist furchtbar. Warum macht man das? Also das ist ja nicht einmal, das schaut ja nicht einmal hochwertig aus, sondern das schaut einfach bloß billig aus. Und ich habe immer das Problem, weil sie mir sagen, Klavierlack. Es ist kein Klavierlack. Das ist einfach nur glänzendes Plastik in Klavierlack-Optik, weil Klavierlack, die Klavierspieler unter euch werden das wissen, dass Klavierlack richtig teuer ist und aber auch richtig hochwertig und das ist gar nichts. Das ist, ja, das da oben gefällt mir sehr gut. Hier, dieses, es ist Kunststoff mit so einer gefakten Naht, aber das gefällt mir gut. Macht das Auto eigentlich innen schon sehr hochwertig und natürlich, also weich, passt. Hier ist er nicht weich, aber das macht gar nichts aus, weil da kommt man eigentlich nicht hin. Das ist gut. Die A-Säulen haben da auch wieder so Klavierlack-Optik drauf. Ja, gut und so. Schön sind die Sitze. Die gefallen mir sehr gut. Eingeformt. Leder und Alcantara. Ich bin zwar kein Fan von Alcantara, weil es schaut auch immer irgendwie dreckig aus, wenn man das so macht. Aber es ist trotzdem sehr hochwertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Ja, innen, hinten, ja, haha. Ziemlich dicke C-Säule, alter Schwede. Aber da ist die Tür mit angemacht, deswegen. Aber hinten sieht man schon extrem wenig. Aber gut, schwarzer Himmel, das gefällt mir eigentlich schon. Hier ein bisschen so eingedingst, keine Ahnung, Aerodynamik. Wahrscheinlich schon. Also, lassen wir mal das Hybrid-Thema sein und ob das jetzt Sinn macht oder Unsinn ist. Der gefällt mir innen drin eigentlich sehr gut, bis auf diese ja Glanz, Hochglanz, Kunststoffablagen, die man nicht nutzen kann, weil alles hin und her rutscht. Ja, ansonsten analoger Tacho, so wie es gehört, finde ich. Ich bin jetzt großer Freund von dem Digitalen, ich bin eher altbacken. Das war nur so als Appetithäppchen für meine 30.000er Inspektion. Das war's schon. Ich finde den Knopf nicht. Moment. Ah. 2 Stunden später. Ah. Prüß dich hin. Ein kühles Blondes. Weil es so lecker ist. So. Ich bin ja hier in Verfolgungswahn. Sehr gut. Inspektion. Also ich bin dort gewesen. Letztes Jahr war es noch so, dass wir einen Rundgang ums Auto gemacht haben bei der Über,
Name. Und sind wir das Auto rumgegangen, haben uns das alles angeschaut, da war ein Meister dabei, da habe ich mich recht auf, was ist darauf gekriegt, da habe ich mir gedacht, Mensch, es muss ja nicht sein, weil der Kunde muss eigentlich da gar nicht dabei sein. Anders bei der, also bei meiner Annahme, das heißt, man kommt hin, zahlt, man geht die Rechnung durch, man schaut sich das alles an, es wird alles erklärt, war hier nicht der Fall. Würde bei der Automotorsport beim Werkstatttest auf jeden Fall Minuspunkte geben. Hätte mir auch gefallen, aber gut. Auch wurde hier mir nicht gesagt, wie gut mein Akku noch ist. Auch nach Anfragen, nach Nachfragen, wie gut ist der Akku? Ja, gut. Aber ich möchte es gern sehen, ob sie da keinen Ausdruck... nein, haben wir nicht. Muss man ihnen glauben. Ich weiß nicht, schreibt es mal drunter, wenn ihr mal in der Inspektion war, ob ihr so einen Ausdruck gesehen habt. Würde mich mal interessieren. Also ich habe das Auto geholt, ein bisschen 2 Stunden später. Ich bin dann noch ein bisschen spazieren gegangen. Erst habe ich Cola getrunken, dann bin ich spazieren gegangen. Bei der Hitze keine gute Idee. Bin ich zum Mediamarkt, da war es wenigstens schön kühl. Hab die Fernseh angeschaut und die Preise, dann war mir gleich wieder heiß. Dann bin ich rausgegangen, dann bin ich dann in der prallen Sonne wieder zurück, aber das Auto war dann schon fertig, wunderbar. 184,30 €. Ist das jetzt viel für ein E-Auto? Ich denke schon, aber das war ja der 30.000er oder nach 2 Jahren. Ich fahre ihn ja jetzt schon 2 Jahre. Und hier ist aufgeführt, was sie alles gemacht haben. Karosserieinspektion durchgeführt, also da wird die Karosserie angeschaut, ob irgendwelche Dellen, Kratzer, die aufs Blech gehen und so weiter, die irgendwelche Probleme mit dem Rost haben könnten später nochmal. Innenraumfilter erneuert, den wollte ich erneuern lassen. Habe gesagt, die sollen gleich einen Aktivkohlefilter einbauen, haben sie aber nicht gehabt. Werde ich das nächste Mal selber machen. Aktivkohlefilter gibt es verhältnismäßig günstig und dementsprechend und ist auch besser, was die Filterung anbelangt. Wird wahrscheinlich das gleiche kosten. Ganz interessant, es stehen hier keine Preise dran, was das alles kostet. Es ist ein komplettes Paket. Kostenloses Navi-Update durchgeführt. Wusste ich auch nicht, sollte man vorher sagen. Das heißt, wenn man sich anmeldet zur Inspektion, muss man sagen, bitte führt das Navi-Update durch. Wenn du das nicht machst, kann es sein, dass sie es nicht machen. Weil die haben scheinbar nur einen Platz, wo sie es machen können, oder einen Rechner, wahrscheinlich ein Rechner. Und es gibt Fahrzeuge, da braucht so ein Update 3 Stunden. Und wenn ich dann komme, und das ist gerade belegt mit einem Fahrzeug, das 3 Stunden braucht, habe ich Pech gehabt. Finde ich ein wenig doof, könnte man ja bei der Inspektionsannahme, wenn man einen Termin macht, eine Woche, 2 Wochen vorher, ja eigentlich schon machen. Bremsflüssigkeit gewechselt, deswegen war es ein wenig teurer. Alle 2 Jahre, alle 24 Monate muss das gewechselt werden, das ist auch okay. Es ist so, Sicherheit sollte man nicht sparen, steht aber auch nicht dort, was das gekostet hat. Vordere und hintere Bremse geprüft. Vorderradaufhängung und Lenkung geprüft. Auspuffanlage geprüft. Tja, da sieht man, dass das wahrscheinlich einfach nur ein 0815 Programm ist, das dann auch so ausgedruckt wird. Ich habe es leider zu spät gesehen, sonst hätte ich gesagt, könntet ihr mir das mal zeigen, wie ihr die geprüft habt. Rückhalte- und Sicherheitssystem geprüft, also Gurte. Beleuchtung und Scheinwerfereinstellung. Kühlsystem auf Dichtigkeit geprüft. Ja, er hat ein Kühlsystem drin. Heizung, Klimaanlage geprüft, Funktion, Leistung und Geruch. Weiß ich nicht, ob sie das auch wirklich gemacht haben. Ob sie da die Klimaanlage wirklich geprüft haben. Kühlerfrostschutz gespindelt bis 35 Grad minus. Also die haben nichts nachgefüllt, die haben nur
geprüft, ob es soweit ist. Batterietest durchgeführt. Gut. Welche Batterie? Die 12 Volt oder den großen Akku? Wahrscheinlich die 12 Volt. Federspeicher ausgelesen, in Ordnung. Abschlussprüfung, Abschlussüberprüfung und Probefahrt durchgeführt. So. Jetzt kommen die Paketpreise, also einmal Inspektion Kia. 9 Einheiten a 8,23 Euro sind 74,07 Euro. Das heißt, die Inspektion selber wird 74 Euro kosten. Karosserieinspektion wird extra aufgeführt. Die kostet 24,69 Euro, also 25 Euro. Brems- und Kupplungsflüssigkeit gewechselt, vor allem die Kupplungsflüssigkeit, auch nochmal 24,69. Also das wird so ein Paketpreis sein. Filter Assi Air. Okay, man hätte den vielleicht ein bisschen schöner nennen können, aber der Innenraumfilter hat 22 Euro gekostet, die Bremsflüssigkeit hat 9,50 Euro gekostet. Das sind ja vier Behälter rein, theoretisch. Ne, sind es nicht. Vorne ist einer und hinten. Ist das eigentlich komplett ein Behälter? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke schon. Anders als beim Motorrad, da gibt es ja zwei Behälter. Mehrwertsteuer drauf. Auch nochmal 30 Euro, insgesamt 184,30 Euro. Okay, so. War ich zufrieden? Ja, erstmal war ich zufrieden, weil sie nichts gefunden haben. Also er hat selber gesagt, derjenige, der das angenommen hat, hat selber gesagt, naja, was soll groß sein, bei den Kisten geht ja nichts kaputt. Recht hat er. Sie waren schnell und pünktlich fertig, so wie sie gesagt haben, wunderbar. Kann man zufrieden sein. Ganz zufrieden war ich nicht mit einem Rundgang am Auto, wenn ich das Auto dann geholt habe. Da wäre es mir schon lieb gewesen, wenn man alles nochmal durchgeht. Auch wenn nichts war. Gehört sie so, ja, hätte mir getaugt. Mir hätte auch getaugt, wenn ich einen Ausdruck hätte, den ich bei meinen Fahrzeugpapieren aufheben kann, ob der Akku noch gut ist und wenn er gut ist, wie gut er ist und wenn er schlecht ist, wie schlecht das ist. Das sieht man irgendwie nicht. Da wäre ich mal, ja, mal bei einem anderen Kia-Händler nachfragen, ob die das machen. Ja, Fazit. 2 Jahre habe ich jetzt. Es hat bis jetzt keine Probleme gegeben. Das Multimedia-System hat öfter mal einen Hänger. Besonders wenn ich Apple CarPlay anschließe, das Handy drin lasse, Musik höre, irgendwo hinfahre, Auto ausmache, Handy dran lasse, aussteige, zusperre, irgendwo hingehe, ob das 5 Minuten sind, ob das 2 Stunden sind, ist egal. Wieder komme, Auto aussperre, los, anmache, Radio anmacht und dann hängt er sie auf. Ja, also dann geht er erst einmal auf DAB-Radio, obwohl ich vorher iPhone gehört habe. Dann ist er plötzlich stumm und dann geht er auf FM und dann bleibt er auf FM und alles andere ist momentan auch gar nicht erreichbar. Ausschalten, einschalten, Handy nehmen, ausstecken, einstecken, dann geht's wieder. Ich hoffe, dass es mit dem Navi-Update und auch das System-Update, was sie gemacht haben, dass es weg ist, dass es besser geht, weiß ich von Kona. Da kannst du so oft Musik hören, Tür auf, Tür zu, Auto aus, Auto zu, sperren, aufsperren, machen, was du willst. Wenn du kommst, du schaltest das Ding ein, geht er genau da weiter, wo er vorher war. Wichtig bei Hörbüchern zum Beispiel. Ja. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es unten in die Kommentare. Solltet ihr keine Fragen haben, schreibt es unten nicht in die Kommentare. Ja, ich habe mich ins kühle Dunkle verzogen, weil es mir einfach wirklich zu warm ist. Ich wollte es eigentlich schon bei der Heimfahrt machen, aber nee, ich habe ausgeschaut wie frisch geduscht. Und jetzt habe ich frisch geduscht und jetzt könnte ich schon wieder duschen. Servus, sagt Locker, euer Focker.